zusammen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute wieder mit einer ganz, ganz wunderbaren Gästin, der lieben Deborah Ruppert. Was die liebe Deborah alles so macht, hinter der Kamera, vor der Kamera und vor allen Dingen mit ihren tollen Bildwerken, da werden wir im Laufe der nächsten Stunde drauf eingehen. Wie immer aber an der Stelle erstmal der kurze Blick hinter die Kulissen, zum lieben Sergej, der uns heute wieder vom Sony Pro Team zur Seite steht. Hallo, lieber Sergej, komm noch einmal zu uns. Ja, Hallo. hi Janina. Hallo an alle Zuschauer da draußen. Ich freue mich auch mal wieder hier sein zu dürfen, nach kleiner Abwesenheit. Und ja, vor allem bin ich auf die heutige Fotografin gespannt. Die Deborah macht, ja, finde ich, sehr beeindruckende Fotos und ich glaube, sie hat auch einige tolle Geschichten zu erzählen. Ansonsten zum Technischen, wenn ihr Fragen an das Sony-System habt, stellt sie gerne in den Chat oder auch Fragen an Deborah, einfach in den Chat reinschreiben. Ich werde das an Janina weiterleiten und ich, ja, wünsche euch allen viel Spaß beim Talk heute. Danke dir. Bis später. Ja, ich habe es gerade schon kurz gesagt. Deborah Ruppert widmet sich ihrerseits der sozialkritischen Porträtfotografie. Also Porträt und es ist so eine Mischung aus Porträt- und Reportagefotografie, die einfach wahnsinnig viel bewirken kann in der Art und Weise, wie sie mit ihrer Arbeit umgeht. Jetzt habe ich aber genug über sie geredet. Liebe Deborah, komm doch einmal zu uns. Hallo Janina, grüß dich, guten Abend. Willkommen. Dankeschön für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Ja, wir uns auch, definitiv. Wieder ein ganz neuer, ganz, ganz toller, spannender und vor allen Dingen auch sehr, sehr wichtiger Bereich, wo wir heute mal wieder sehen, was man mit, ja, mit Fotografie alles erreichen kann und auf, ja, worauf man hinweisen kann und wie man die Welt ein kleines bisschen besser machen kann durch Fotografie. Das ist schon eine ganz, ganz tolle Sache. Erzähl uns doch vielleicht, während ich einmal unseren Zuschauern so einen kurzen Einblick in deine Arbeit gebe auf deiner Website. Da werde ich wie immer an der Stelle einmal nur kurz ein bisschen drüber scrollen. Wir werden hinterher in der Aufzeichnung die Website verlinken und natürlich auch in der Nachfassmail nochmal die Website verlinken, damit ihr hinterher ganz in Ruhe Zeit habt, euch das alles einmal anzuschauen. Ja, liebe Deborah, erzähl uns gerne ein kleines bisschen über deine Arbeit. Was machst du? Wie sieht dein Arbeitsalltag so aus? Gibt es überhaupt einen? Ja, gute Frage. Genau. Also so mein Arbeitsalltag ist nicht so typisch, klassisch, irgendwie jeden Tag dasselbe, sondern ist sehr, sehr unterschiedlich. Und um das zu erläutern, genau, erzähle ich ein bisschen, ja, was ich so mache. Ich arbeite primär an freien Projekten. Da schlägt so mein Herz. Immer eigentlich geht es um soziale Themen. Ich habe mich in den letzten 10 Jahren viel mit dem Thema Armut, Obdachlosigkeit, Menschenhandel beschäftigt und ich arbeite zum einen für NGOs im In- und Ausland, dann, wie gesagt, das Herzstück die freien Projekte und gelegentlich veröffentliche ich auch mal im Editorial-Bereich bei Magazinen und Zeitungen. Genau. Man sieht das auch an der Webseite so, dass das in ganz unterschiedlichen Ländern aufgenommen wurde. Jetzt so die Bilder und die Strecken, die du da kurz, wo du drüber geflogen bist. Genau. Jetzt habe ich es hier nochmal eingeblendet, weil ich natürlich genau in dem Moment weggeklickt habe. Ja, das ist deine Hauptwebsite und dann gibt es aber noch eine, die sich tatsächlich auch so deinem größten Thema der Obdachlosigkeit mit der auseinandersetzt, ne? Also würdest du sagen, das ist so der größte Themenbereich, den du fotografisch bearbeitest? Ja, da hast du total recht. Also genau, ich arbeite jetzt zum Thema Obdachlosigkeit eben seit über 10 Jahren und habe mich richtig tief so in dieses Thema eingegraben quasi, habe auch verschiedene Ausstellungen dazu gemacht. Und weil das so einen großen Schwerpunkt einnimmt, deshalb habe ich dann gedacht, hey, es wäre gut, da eine eigene Webseite zu haben, damit ja Menschen, die sich dafür interessieren, direkt in dieses Thema eintauchen können. Ja,
finde das wahnsinnig schön, wie du die einfach, ja, wie du einfach eine Sichtbarkeit schaffst für Menschen, über die leider viel zu oft einfach hinweggegangen wird oder an denen man ja vorbeischaut, weil man es vielleicht teilweise auch gar nicht richtig erträgt oder sich selbst irgendwie betroffen fühlt oder nicht weiß, wie man mit umgehen soll. Und ja, ganz, ganz schön. Da gucken wir auch gleich mal noch ein bisschen gesonderter rein, auch kein Raum. Da haben vielleicht auch einige von euch schon mal was von gehört. Da bist du ja wirklich irgendwie super viel mit unterwegs gewesen. Aber da kommen wir später zu. Jetzt erstmal würde ich ganz gerne von dir wissen, du hast jetzt eben gesagt, so die hauptsächlichen Arbeiten sind eher frei, freier Natur. So, und wie kannst du trotzdem deinen Lebensunterhalt mit dieser Art der Arbeit bestreiten? Verkaufst du die Fotos dann an Magazine oder, ja, erzähl uns doch mal, Fördermittel, Sponsoring, was gibt's da alles so Gutes? Ja, also das ist echt so eine Reise, wie so ein langer Weg gewesen. Also jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich davon leben kann. Aber das war natürlich nicht immer so, ne? Sondern das hat so angefangen, einfach wirklich als ein freies Projekt, was man also einfach in seiner freien Zeit macht, ohne dass es irgendeine Finanzierung gibt. So habe ich gestartet und bin damals hier auf den Straßen von Berlin unterwegs gewesen und habe Menschen, ja, die auf der Straße leben, angesprochen und gefragt, ob ich sie porträtieren kann. Und dann habe ich langsam erste Ausstellungen zu dem Thema gehabt und habe dann gemerkt, Wahnsinn, das ist so viel Arbeit, und Ausstellungen kosten auch einfach Geld, so, ne? Also ich meine, du musst die Prints bezahlen, du musst so die Werbung, ich meine, Flyer sind nicht so teuer, aber so dieses ganze Drumherum, auch der Transport, der Aufbau, der Abbau und so weiter. Und dann habe ich irgendwie so geguckt, wie könnte man das machen? Und meine allererste Ausstellung, da hat mir jemand 100 Euro gegeben. Und das war so, wo es begonnen hat, so, ne? Und jetzt inzwischen sind die Ausstellungen so im, ja, zum Teil im sechsstelligen Bereich, also weil das einfach so große, komplexe Projekte geworden sind. Aber das war so ein ganz langsamer Weg. Ich habe dann irgendwann gehört, dass es so Förderungen von den Bezirksämtern gibt. Also in Berlin, in jedem Kiez gibt es ja Bezirksämter, und da gibt es Kunst- und Kulturförderung, und da kann sich jeder bewerben. Ich vermute, dass es sowas auch in anderen Städten gibt, weiß ich aber nicht genau. Genau, und damit ist das aus Potsdam. Kann ich es auch nur unterschreiben? Also da gibt es das auch. Ich denke auch, dass es das woanders gibt. Also jetzt auch für alle, die von woanders zugeschaltet haben. Ich glaube, ein Blick lohnt sich da, wenn ihr in dem Bereich tätig seid. Ja, genau. Und dann habe ich damit quasi, das war dann so die erste offizielle Keimraum-Begegnung mit Menschen ohne Obdach-Ausstellung. Die wurde dann vom Bezirksamt Pankow quasi mit unterstützt. Und es war damals so ein Topf von, ich glaube, 3.000 Euro konnte man sich bewerben. Und das klingt erstmal viel, aber das ist so schnell aufgefressen, ne? Wenn man Grafikdesign und so weiter, also man beauftragt dann ja auch andere Leute, holt andere Leute mit ins Boot. Und dann habe ich so weitergeschaut und habe geguckt, okay, wie kann das noch aussehen? Und dann habe ich so ein bisschen, ich bin dann reingegangen in den Bereich Sponsoring und Fundraising und habe einfach verschiedenste Firmen, aber auch soziale Träger, aber auch Kirchengemeinden angeschrieben und habe gefragt, ob die sich vorstellen könnten, solche Ausstellungen zu unterstützen, weil ich hatte dann eine Reihe, wo Keimraum durch die verschiedenen Berliner Rathäuser getourt ist. Das heißt, in jedem Kiez, oder nicht in jedem, aber in, ich glaube, 7 Kiezen gab es dann eine Keimraum-Ausstellung über einen Zeitraum von mehreren Jahren und immer mit einem anderen Schwerpunktthema. Und da habe ich eben so geguckt, okay, welche Player, auch regionale Player, können das mit unterstützen? Oder gibt es zum Beispiel auch Banken, wie zum Beispiel Bank für Sozialwirtschaft oder so, die das mit supporten können? Und dann war das so ein nächster Schritt in dem Bereich. Und das ist aber sehr, sehr aufwendig, so, ne? Also muss man ganz viel Zeit in Fundraising und Sponsoring investieren. Und dann ist es auch oft so, dass dann zum Beispiel Unternehmen sagen, okay, cool, wir unterstützen das, aber dann möchten wir ein Interview mit Ihnen in unserer Mitgliederzeitschrift und wir wollen, dass Sie uns eine exklusive Führung in der Ausstellung geben und wir hätten gerne noch das und das und das. Und dann hat man so ein bisschen das Gefühl, okay, Leute, irgendwie das Geld, was ihr gebt, wird jetzt von der Zeit schon wieder aufgefressen, was ich alles noch, weißt du, so für euch machen soll.
Und dann habe ich vermehrt angefangen, so größere Fördertöpfe, mich darauf zu bewerben. Und da gibt es so als Tipp für alle, die gerne auch so freie Projekte machen wollen und da sich bewerben wollen auf Fördermittel, da gibt es eine super Seite, die nennt sich Kreativkultur Berlin. Und da gibt es einen Förderfinder, der ist nicht nur Berlin-spezifisch, sondern da gibt es auch ganz, also Förderungen deutschlandweit. Und da kann man echt so mal gut gucken und auch so anklicken, was ist mein Projekt, was möchte ich machen und welche Fördermittel würden eigentlich dazu passen. Und dann kann man sich bewerben. Klasse. Vielleicht können wir das auch nochmal in der Nachfass-Mail mit aufnehmen, für alle, die jetzt nicht schnell genug mitgeschrieben haben. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller Tipp, dass man da nochmal gucken kann. Schön. Hast du das denn eine Zeit lang gemacht? Also bist du so eingegangen auf, ja, halt irgendwie die Wünsche, sag ich mal, von irgendwelchen Geldgebern? Also hast du dann auch gesagt, okay, ich stelle mich da hin und mache ein Exklusiv-Interview und Co. Oder hast du da von vornherein gesagt, nee, ich will mich da eigentlich eher rausnehmen? Nee, ich habe das gemacht, weil das dann auch so war, entweder ich mache das jetzt oder ich kann das Projekt halt nicht umsetzen. Ja. Also, weißt du, weil ich dann ja, ich habe dann, also auch so, man schreibt dann eine Masse an Leuten oder Unternehmen an und ist dann froh, wenn es so viele Rückmeldungen gibt, dass man das irgendwie finanziell wuppen kann. So, ne? Also es ist ja nicht so, dass jede Anfrage irgendwie ein Volltreffer ist oder so, gar nicht. Nee, ich habe das dann gemacht, dass ich Interviews gegeben habe oder dass ich auch gesagt habe, klar, also natürlich gibt es auch eine exklusive Führung durch die Ausstellung. Super. Hier ist schon eine Frage eingetrudelt. Welche Ausbildung hast du denn absolviert? Beziehungsweise vielleicht hast du ja auch studiert. Was hast du gemacht vorher? Genau, also ich bin Autodidaktin. Ich habe studiert, aber was ganz, ganz anderes. Und zwar, ich habe einen Master in Theologie und Philosophie gemacht. Also was ganz anderes. Genau. Und ich bin aber eigentlich so, also ich habe eher so einen dynamischen Lebensweg, würde ich sagen. Wobei ich so das Gefühl momentan habe, dass ich so in der Fotografie erstmal meine Heimat so gefunden habe. Genau, aber ich habe auch ja andere Sachen vorher gemacht und habe aber das Gefühl, dass ich so von all den Dingen immer wie so einen kleinen Schatz mitgenommen habe, den ich auch jetzt in meiner Arbeit total gut nutzen kann. Also ja. Da muss ich gerade direkt dran denken, in unserem Vorgespräch hast du dich selbst als freiheitsliebenden Menschen bezeichnet. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also der Beruf der Fotografin, da kann man das, glaube ich, ganz gut ausleben, wenn man das so richtig anstellt. Also, ich glaube, da hast du was ganz Gutes gefunden. Zumindest für jetzt. Ja, voll. Also, ich meine, da bin ich jetzt auch schon echt lange dabei, so, ne? Aber das, also genau, da fühle ich mich sehr zu Hause. Und ein großer Punkt ist wirklich für mich so diese Freiheit, wie du sagst. Also, dass man so frei gucken kann, was mache ich als nächstes. Ja, sehr schön. So, wir wollen uns natürlich aber auch mal so ein bisschen mehr noch von deiner Arbeit angucken. Und ich glaube, wir werden immer wieder jetzt im Laufe der nächsten 45 Minuten werden wir sicherlich immer wieder auf diese Themen zurückkommen, weil sich das ja auch einfach komplett durch die Projekte zieht. Wir wollen aber ganz gerne mal mit etwas Aktuellerem noch anfangen. Und zwar hast du kürzlich ein Bild nicht nur auf Zeit Online verbreitet, sondern erzähl uns mal so ein bisschen über die Strecke, die du da fotografiert hast. Ja, genau. Ich wollte gerne eine Strecke machen zum Thema Frauen in Obdachlosigkeit und hatte dann Zeit Online angeschrieben, weil ich auch vorher schon öfters mal für sie gearbeitet habe im Auftrag und habe gefragt, ob sie nicht Interesse hätten, dass wir dazu was machen würden. Und das war dann ganz cool, weil zu der Zeit eine Autorin dort auch zu diesem Thema recherchiert hatte. Und dann war es quasi ein Match. Und genau, dann durfte ich im Auftrag von ihnen losziehen und zu dem Thema fotografieren. Und da ist unter anderem dieses Bild, also was man jetzt sieht, das ist der Artikel, entstanden. Und wir haben verschiedene Frauen auf der Straße kennengelernt, aber auch also zum Beispiel in einer Notübernachtung, die ja uns so von ihrer Geschichte erzählt haben. Und diese junge Frau, die ihr da seht, die wollte nicht erkannt werden, die wollte gerne anonym bleiben.
Und dann habe ich so überlegt, wie wir am besten irgendwie so ein Porträt machen und habe dann, was man eigentlich so ja oft in der Hochzeitsfotografie oder so verwendet, was ich jetzt gar nicht mache, habe ich so mit Prismen gearbeitet. Also das ist in Camera entstanden und jetzt nicht irgendwie danach in Photoshop oder so. Genau. Und ja, an der Stelle habe ich dann das mal, ne? Das hier ist das Prisma, was wir hier jetzt sehen, ne? Ja, ich kann das auch mal, also ich habe es hier, genau. Und das habe ich einfach quasi vorne mit so einem Magnethalterring an die Alpha 1 gemacht und habe dann, damit ist das Bild entstanden. Und ich fand es ganz interessant, irgendwie mal so im dokumentarischen Bereich mit so einem Stilmittel zu arbeiten, was man eben sonst, wie gesagt, eher aus der Hochzeitsfotografie oder so kennt. Ja, oder verspieltere Dinge halt, verspieltere Bereiche oder halt Künstler, also ich arbeite tatsächlich auch immer mal wieder mit unterschiedlichen Prismen. Ich habe mir irgendwann mal angewöhnt, so auf Flohmärkten unterschiedliche von so Kronleuchtern, die unterschiedlichen Kristalle mitzunehmen. Wow. Weil die, also die einfach als Prismen zu verwenden, die haben nochmal alle ganz unterschiedliche Brechungen, Lichtbrechungen. Also das ist auch eine ganz schöne Idee, damit mal rumzuspielen. Aber ich finde, es ist hier sehr, sehr gelungen. Und ich habe hab das Foto ja auch schon einmal noch auf einem großen Leuchtträger gesehen. Also es ist einfach toll geworden. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, wie du an so einen Shooting rangehst. Also ich kann mir vorstellen, das sind ja auch Personen, die jetzt nicht alltäglich vor der Kamera stehen und die vielleicht irgendwie in einem Moment sich wohl damit gefühlt haben, dir zu sagen, ja, hey, wir machen jetzt diese Story, und dann sehen sie aber irgendwie die Kamera und fühlen sich auf einmal vielleicht doch nicht mehr so wohl in ihrer Haut. Mit welchem Equipment bist du da unterwegs und was erfordert das auch so an sozialer Kompetenz? Das stelle ich mir ganz, ganz herausfordernd vor. Ja, ich glaube, das ist voll das Stichwort. Also so, ich würde sagen, diese soziale Kompetenz oder dieses Vertrauen aufbauen, das ist eigentlich das Allerwichtigste, wenn man mit Menschen von der Straße arbeitet. Also damit steht und fällt einfach alles, weil das ja keine Models oder so sind, ne, die man bucht, und sondern es sind Menschen, die sich in einer sehr verletzlichen Lebenssituation befinden. Und man sie dann quasi fragt, okay, erzählst du was von deiner Geschichte? Zeigst du was von dir auch in einem Bild so? Das heißt, es ist ganz stark einfach als erstes Beziehungsarbeit, würde ich sagen. Und das war zum Beispiel auch eine Herausforderung jetzt hier, dass eigentlich, ne, man hat dann irgendwie einen Tagessatz oder maximal zwei Tagessätze bei so einem Editorial. Und ich brauche aber mehr Zeit mit den Frauen, damit es überhaupt möglich ist. Also normalerweise brauche ich mehr Zeit, dass jemand sagt, okay, ja, ich zeig mich, ne? Und jetzt zum Beispiel Hope, die wir da gesehen haben, die habe ich dann insgesamt dreimal getroffen und habe auch zwischendrin immer wieder mit ihr so geschrieben. Also so viel erstmal so zum Beziehungsaspekt. Und dann gibt es oft nur so ein ganz kurzes Zeitfenster, dass jemand dann vielleicht 10 Minuten oder sowas offen ist. Und dann merkt man auch, okay, die Person verschließt sich und will sofort jetzt irgendwie zurück. Und genau, und da war es dann auch so, dass sie mir, also ich habe ihr die Bilder in der Kamera gezeigt, und dann hat sie gesagt, okay, das kann ich mir vorstellen, das kann ich mir nicht vorstellen. Mir ist ganz wichtig, dass man mich nicht erkennt. Und genau, das heißt, da war ich in einem sehr nahen Austausch so mit ihr. Und Equipment, also ich habe einfach nur einen Rucksack dabei, und ich hatte dabei die Alpha 1, das 70-200er und das 24-70er. Das war so mein Equipment für den Tag und die Prismen. Genau, und dann sind wir wirklich einfach nur so in eine Straße reingegangen, und es war super Licht gewesen, muss man sagen, und haben dann da ja ganz kurz, ganz schnell fotografiert, und dann habe ich auch schon wieder gemerkt, dass so bei ihr eher so die Angst oder das Misstrauen oder die Vorsicht so wieder überhand nimmt, und dann habe ich auch gemerkt, okay, es endet, also dieses the Window of Opportunity, das schließt sich jetzt wieder so. Okay, und da musst du dann auch die Kamera wegpacken oder pack sie dann auch weg, oder ist sie schon damit dabei? Nee, also ich habe sie im Rucksack, aber ich gehe nicht über diese Grenze, also das mache ich nicht. Ja, genau. Ja, ja, ich finde, das sieht man deinen Bildern auch an, also alle, wir gehen ja gleich auch nochmal einmal zu Keinraum über und zeigen da auch noch so 2-3 Porträts, und ich finde, man sieht immer
dass sich alle irgendwie sehr auf Augenhöhe betrachtet fühlen und dass die, ja, dass du es schaffst, halt diese Verbindung aufzubauen. Sehr, sehr schön. Hier ist noch eine Frage von Andreas reingekommen. In welcher Weise hat sich denn dein fotografischer Stil durch diese langjährige Arbeit verändert? Oder vielleicht auch entwickelt? Also, ja. Ja, ja, also ich für mich persönlich, also ich so sehe so eine sehr starke Entwicklung. Also ich habe auf der Straße fast immer nur in Schwarz-Weiß gearbeitet. Und wenn ich so Bilder vom ganz am Anfang sehe, dann denke ich jetzt manchmal, wow, was sind das für Bilder? Genau, also ich sehe so, dass irgendwie den Bildausschnitt, den ich wähle, aber auch die Art, wie ich die Bilder danach bearbeite, also da sehe ich für mich so voll die Entwicklungskurve. Und jetzt zum Beispiel arbeite ich an einem neuen Thema, also nicht an einem neuen Thema, an einem neuen Projekt, auch zum Thema Obdachlosigkeit. Und da habe ich jetzt den Sprung gewagt, in Farbe zu wechseln, was für mich ein ganz neues Terrain in diesem Bereich ist. Genau, aber also ich für mich, wenn ich so meine ersten Bilder sehe und jetzt zum Beispiel das Bild von Hope, dann sehe ich da so eine Wachstumskurve. Ja, wobei jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, dass bei Hope hast du ja tatsächlich sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß gearbeitet, oder? Das also, stimmt. Das ja, ist richtig. Also hier, ne, genau, der bei Zeit Online das Foto, das in Farbe und dann das, was wir jetzt aber auch hier noch gesehen haben und was er jetzt auch schon zum Beispiel bei der Female Photo Club Ausstellung gezeigt worden ist hier in Berlin, das ist dann wieder Schwarz-Weiß. Wie kam es dazu? Genau, das ist richtig gut beobachtet, Janina. Das ist, glaube ich, zum einen, genau, weil auch die Bildredaktionen haben natürlich Wünsche, ob die was in Farbe oder in Schwarz-Weiß möchten. Das heißt, da ist man, also, ne, also hört man, also man spricht ja auch mit der Bildredaktion, was die möchten. Und dann ist es aber, glaube ich, auch so ein bisschen dieser innere Zwiespalt, dass ich merke, es fällt mir ein bisschen schwer, auch mein Schwarz-Weiß so loszulassen. Also weil ich mich da sicherer fühle in diesen Gefilden und jetzt auch, wenn ich so in der Bildbearbeitung bin und dann in Farbe bearbeite. Also ich habe natürlich andere Aufträge in der Zeit auch in Farbe gemacht, aber so das Thema Obdachlosigkeit, da war das einfach mein Stil. Und ich merke, das fällt mir ein bisschen schwer, auch so das loszulassen. Und deshalb ist es, glaube ich, weißt du, dieser Shift, dieser Übergang, wo man beides so parallel, wie zum Beispiel bei Hope sieht, in Farbe und in Schwarz-Weiß. Aber ich finde, hier funktioniert es total gut. Also ich kann beides fühlen. So, also es ist ja auch in dem Farbfoto, es ist so ein, ja, das ist ja nicht so grell irgendwie. Das ist ja, das ist was ganz Warmes, irgendwie was ganz Nahbares irgendwie, ne? Also auch ganz schön. Die Nachbearbeitung machst du aber komplett allein, auch wenn es im Editorial-Bereich ist, oder geht das dann auch mal raus irgendwie? Ich mach's primär alleine. Es gibt manchmal so Jobs, wo dann so ein krasser Zeitdruck ist oder so. Ich hatte zum Beispiel letztens hatte ich im Bundestag Sachen fotografiert und es war so, okay, wir brauchen das 3 Stunden später, aber 5 Stunden später musste ich schon wieder zum Fotografieren für den gleichen Auftraggeber da sein. Und das war dann so, da bin ich quasi nur schnell zurück ins Office, habe das hochgeladen und dann hat es eine Kollegin bearbeitet. Aber ja, normalerweise mache ich es selber. Okay. Ja, schön. Ich glaube, das ist auch, wenn, also ich kenne das auch nur bei mir selbst von so freien Projekten. Also ich versuche eigentlich fast alles selber zu machen, gerade so, wenn es halt irgendwie freie Arbeiten sind, weil ich dann irgendwie auch schon immer merke, durch die Nachbearbeitung kann man ja auch noch so wahnsinnig viel verändern und intensivieren, ne? Also wenn ich so sehr kontrastreich arbeite, dann bekommt das Ganze eine komplett andere Aussage und irgendwie Schärfe. Und wenn ich es irgendwie alles so ein bisschen, ja, wie so durch den weichen Vorhang fotografiert bearbeite, ist alles auf einmal so sanft und so schwerelos. Und ja, kann man, muss man, glaube ich, auch fühlen so oder halt dann genau absprechen. Ja, und wie du sagst, ein und dasselbe Bild, einfach nur anders bearbeitet, transportiert eine total andere Message. Ja. Ich muss noch mal einmal auf den Punkt zurückkommen, wo du eben gesagt hast, dass du Hope in dem Moment dann auch das Foto gezeigt hast. Ist das so, ist das eine Arbeitsweise, die sich auch auf deine anderen Arbeiten übertragen lässt? Also
beziehst du dein Gegenüber immer sehr stark mit ein, dass sie auch das Gefühl bekommen, ihr macht das jetzt zusammen und du fotografierst nicht nur sie, sondern es ist ja so ein Fotoshooting? Nee, also ich arbeite eigentlich, wenn es geht, immer sehr partizipativ so, ne? Also ich versuche wirklich auch, die Menschen mit einzubinden. Also manchmal wirklich auch in der Form partizipativ, dass ich dann irgendwie noch einen Selbstauslöser dabei habe, sodass die auch ein Selbstporträt von sich machen können, so, ne? Oder aber in der Form, dass ich auch, um Vertrauen weiter aufzubauen, dass ich ihnen die Bilder in der Kamera zeige, dass ich sage, hey, guck mal, so sieht es jetzt aus, und nicht alle können sich dann vorstellen, logischerweise, wie das bearbeitet aussieht, aber trotzdem habe ich das Gefühl, auf jeden Fall bei Menschen, die ein großes Misstrauen gegenüber der Kamera eher haben, weil sie eben in einer verletzlichen Situation sind, dass das Vertrauen aufbaut, wenn ich ihnen die Bilder zeige. Das ist jetzt was anderes, wenn ich irgendwo im Auftrag unterwegs bin, ne? Aber jetzt so mit, also wenn ich so zum Thema Armut, Menschenhandel und so, dann zeige ich die Bilder. Ja. Wenn ich damit, also da arbeite. Ja, ich glaube, dass das gut ist, da diese Barriere auch aufzubrechen, ne? Also, nee, es ist schön, dass das ist ja auch das, was uns die digitale Fotografie heute ermöglicht, ja? Also früher war es dann so, okay, jetzt wird der Film abgegeben und das siehst du dann, wenn es gedruckt ist, so ungefähr. Nee, das ist schon schön. Hier kommen zwar jetzt gerade noch ein paar mehr Fragen rein, auf die gehen wir auch auf jeden Fall noch ein. Ich würde aber super gerne, weil uns die Zeit davon rast, nochmal zum nächsten Projekt rüberspringen. Wir haben es jetzt schon ganz oft angesprochen, Kein Raum war und ist irgendwie eins deiner größten Projekte, kann man glaube ich so sagen, wo du auch immer wieder irgendwie mit rausgehst und wo sich neue Projekte rausentwickeln. Und genau, ich blende hier einfach mal ein paar Fotos ein. So. Wir haben hier, ich habe es gerade ganz kurz gesehen. Genau, wir haben hier jetzt erstmal zwei, drei finale Porträts, die du im Rahmen des gesamten Shootings gemacht hast. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie hast du die Leute getroffen? Wo hast du die angetroffen? Sind die dir auf der Straße einfach aufgefallen? Hast du mit der ersten Person angefangen und dann, ja, wurde dir gesagt, ach Mensch, der oder die, guck doch da mal vorbei, die haben irgendwie eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen, oder wie ist das so vonstatten gegangen? Genau, also ich arbeite am liebsten direkt mit den Menschen auf der Straße. Das heißt, ich habe ganz viele Jahre, bin ich eigentlich wirklich primär einfach durch die Stadt, also durch Berlin gezogen. Das Bild jetzt zum Beispiel, was wir da gerade sehen, das ist Dieter, den habe ich am Bahnhof Zoo getroffen und kennengelernt. Und wenn ich dann jemanden sehe, dann spreche ich die Person an und frage zum Beispiel, wenn sie jetzt vorm Supermarkt auf dem Boden sitzt oder so, ob ich mich zu ihr setzen kann, suche erstmal so das Gespräch. Ich habe auch nicht jetzt meine Kamera irgendwie umhängen, sondern die ist im Rucksack. Und dann schaue ich so, wie sich das Gespräch entwickelt. Und manchmal beim ersten Treffen, manchmal aber auch beim zweiten Treffen, erzähle ich dann, dass ich eben ein Projekt mache, was Kein Raum heißt, und zeige ihnen das. Also ich habe dann so ein Portfolio dabei, so eine Kladde, wo einfach Bilder drin sind. Das ist zum Beispiel Marvin, den wir da sehen. Den habe ich an der Schönhauser Allee kennengelernt. Und dann frage ich, ob sie da mitmachen wollen, in dem Sinne, dass sie so mit aufmerksam machen auf Obdachlosigkeit. Also genau, und dann haben einige Interesse mitzumachen und wollen gerne porträtiert werden und andere auch nicht. Das ist Teufel. Also viele sind auf der Straße ja nur unter ihrem Spitznamen quasi unterwegs. Genau, und jetzt hier mit der Zigarre im Mund, das ist Teufel. Und dann sage ich, dass ich also so in 2 Wochen ungefähr wiederkomme und ihnen ihr Porträt entwickelt als Geschenk vorbei
bringe. Und da sind einige erstmal misstrauisch und denken, glaube ich, so machst du eh nicht. Und sind dann aber sehr überrascht oder freuen sich, wenn ich dann wirklich also wiederkomme. Und dann bildet sich auch manchmal so eine kleine Traube um uns. Also wenn ich dann das Bild vorbeibringe, dann kommen plötzlich Kumpels mit dazu, die irgendwie auch da sitzen und schnorren oder so und sagen dann auch manchmal, ah, ich würde auch gern so ein Bild haben und so. Genau. Und ich bin aber jetzt auch in letzter Zeit ab und zu über Einrichtungen der Obdachlosenhilfe gegangen, wobei ich merke, mir liegt es mehr, das direkt auf der Straße. Mhm. Wahnsinn. Ja, aber da ist ja wirklich, also der fotografische Part, die paar Minuten, wo du dann wirklich ein Foto oder vielleicht zwei, drei machen kannst, das ist ja wirklich nur so die Kirsche auf der Sahnehaube, oder? Ja, deshalb habe ich, also als du das vorhin gefragt hast, ne, mit so jetzt mit der sozialen Interaktion, das ist wirklich so das Kernstück bei dieser Arbeit. Also es ist einfach so, ne? Und ich, bei mir ist es auch so, also ich nutze viel von Sony so die Lautlos-Auslösung, weil ich dann, während ich mit den Menschen spreche, also wenn die sagen, ja, ich darf sie porträtieren, dann bin ich quasi im Gespräch mit ihnen und mache währenddessen Fotos. Und da ist es für mich super, dass die Lautlos Auslösung mit der Flimmerreduzierung, dass ich das nutzen kann, weil ich dann, also das ist dann so ein bisschen wie, als würde man die Bilder nebenbei machen und das Kernstück ist eigentlich die Begegnung und das Gespräch. Arbeitest du da dann auch übers Display? Also dass ja, die Kamera jetzt nicht vor dem Gesicht rumschwirrt, sondern halt wirklich irgendwie du dieses Gegenüber schon auch noch spüren lassen kannst, dass ihr halt im Gespräch seid primär und dann kommt irgendwie die Kamera, die dir vielleicht umhängt, so von unten. Also ich arbeite immer über das große Display und genau aus den Gründen, was du auch gesagt hast. Ich muss irgendwie mit den Leuten im Gespräch und im Blickkontakt bleiben. Also deshalb ist es für mich, also deshalb arbeite ich nicht über den Sucher. Genau. Ja. Ja, kenne ich auch. Das ist immer wieder spannend, auch was man da für echte Emotionen dann einfangen kann, weil viele verstellen sich doch, selbst wenn sie Lust haben, fotografiert zu werden. Die meisten haben dann doch irgendwie so ein, ja, ich sag's mal, nenn's mal Fotoface oder haben irgendwie das Gefühl, das war jetzt nicht meine Schokoladenseite, also mache ich ganz schnell so. Und es ist so, dieses aus der Hüfte heraus zu fotografieren, führt manchmal zu sehr viel authentischeren Ergebnissen, glaube ich. Also finde ich, sieht man auch hier. Sehr schön. Bist du noch bei uns, Deborah? Ja, ich habe dir nur zugehört. Sehr gut. Wir kamen reden, als wir über die Schwarz-Weiß- bzw. Farbfotografie gesprochen haben, kam von Clara noch die Frage, ob du schon in Schwarz-Weiß fotografierst oder ob du in Farbe fotografierst und später nachbearbeitest. Ist vielleicht auch wirklich jetzt hier für die Serie, die du ja auch komplett in Schwarz-Weiß überall veröffentlicht hast, eine interessante Frage. Ja, genau, zweiteres. Also ich fotografiere schon in Farbe und dann aber, sobald ich es rüberziehe auf die Festplatte und dann an die Bearbeitung gehe, dann konvertiere ich es in Schwarz-Weiß. Super. Was passiert denn dann mit den Bildern? Du hast uns noch zwei, drei schöne, nicht nur Behind-the-Scenes-Fotos mitgebracht, sondern auch Videos, wo wir mal sehen, was für eine Aufmerksamkeit den Bildern und den entsprechenden Personen dann auch geschenkt wird. Du hast am Anfang schon drüber gesprochen, Ausstellungen sind für dich ein großes Thema, um einfach Sichtbarkeit zu schaffen, um darauf aufmerksam zu machen, um irgendwie auch einen Ort zu schaffen, wo sich nicht nur die Betroffenen treffen können, sondern die Betroffenen mit vielleicht im Idealfall den Personen, die am längeren Hebel sitzen und was an der Situation verändern können. Sergej, sei doch mal so lieb und spiel uns mal Good Part, kein Raum, ab. Ah, dafür muss ich. So hard. Can we skip to the good part? Ja.
Ja, das war, also das ist eigentlich so meine Lieblingsausstellung gewesen, die, also die war, das war eine Outdoor-Ausstellung, und zwar hier in Berlin an der Köpenicker Straße, das ist so vorm Kraftwerk und vorm Tresor, das ist so ein Club, und das ist eigentlich so eine ganz stark befahrene Straße, und da gab es die Möglichkeit, dass ich so eine 80 oder 85 Meter lange Plakatwand quasi mit den Bildern bespielen konnte. Und es war eben zu der Zeit während Covid, wo ganz viele Indoor-Ausstellungen gar nicht so stattfinden konnten. Und dann habe ich so gedacht, okay, wie kann man das cool irgendwie aufziehen, sodass man auch selbst jetzt die Autos oder die Fahrradfahrer, die vorbeifahren, dass die was von den Botschaften irgendwie mitnehmen können. Und dann habe ich das jeweils so gemacht, dass man, ja genau, dass man, da sieht man es ganz gut, dass man das Porträt hat und dann daneben ein Zitat von der Person, und über den QR-Code ist man dann auf der Webseite gelandet und konnte da dann zum Teil noch ein Audio hören, also wie die Person eben, also jetzt hier zum Beispiel in dem Fall Sven, wie er erzählt hat von seiner Situation, wie er obdachlos geworden ist. Und mein Herz war so dabei, dass ich dachte, Mensch, die Bilder sind zum größten Teil auf der Straße entstanden und die sollen auch wieder zurück auf die Straße, also dass die da sichtbar so werden. Und dann habe ich da so verschiedene Führungen angeboten, und weil es so eine laute Straße war, musste man das dann mit so Audiogeräten machen, weil sonst haben mich die Leute gar nicht richtig verstanden. Und ich hatte zwischendrin auch manchmal Sorge, dass es zu einem Unfall kommt, weil die Fahrradfahrer, die vorbeigefahren sind, die haben oft so, also ist der Blick so an der Wand hängen geblieben, und dann dachte ich immer so, oh Mann, nicht, dass hier noch jemand irgendwie stürzt oder so. Genau, und da war das Thema der Ausstellung eben obdachlos in Zeiten von Covid-19, und es ging eben darum, wie es den Menschen während ja, der Corona-Pandemie auf der Straße ging und was das für sie bedeutet hat. Da sieht man auch nochmal, zu Hause bleiben kann nur, wer eins hat. Und genau. Ja. Toll. Und für, ja. Ich habe das, ich weiß jetzt gar nicht, ob man es hier so raus sehen konnte, aber ich kann mich noch dran erinnern, was ich total beeindruckend fand, dass du damit ja auch die Möglichkeit erschaffen hast, dass die porträtierten Personen sich selbst irgendwie so gewertschätzt, in so groß an der Wand gesehen haben und dann auch in diesen Austausch mit Menschen gekommen sind, die sich vielleicht primär mit deiner Kunst, also mit deiner fotografischen Kunst auseinandersetzen wollten. Und du hast aber halt, du hast aus keinem Raum einen Raum der Begegnung geschafft. Geschaffen. Und das fand ich, also das fand ich persönlich sehr, sehr schön, das so zu sehen. Und ich glaube, das ist was du so auch durchziehst bei deinen Ausstellungen. Kannst du das so sagen? Siehst du das auch so? Ja, ich wünsche mir das immer so, ne, dass solche Begegnungen stattfinden. Und auf der Straße, jetzt bei dieser Outdoor-Ausstellung, da ist es am stärksten passiert, weil eben etliche Leute, die ich porträtiert hatte, die auch zu dem Zeitpunkt zum Teil noch auf der Straße gelebt haben, zum Teil aber auch dann schon, zum Beispiel zwei Frauen waren dann schon in einem Wohnheim. Und die sind aber zu der Outdoor-Ausstellung eben gekommen und haben dann da, wie du sagst, also sind dann ganz real einfach normalen Passantinnen und Besucher in der Ausstellung begegnet und da ins Gespräch gekommen. Und das ist eigentlich auch so meine Motivation, warum es diese Reihe in den Rathäusern gab, weil ich da eben immer so dachte, okay, cool, da ist dann die Politik, weil es ist ihr Haus, also sie müssen da sein. Und dann habe ich immer versucht, die Leute von der Straße mit einzuladen, aber da ist es halt oft eine sehr hohe Schwelle für sie, jetzt in so ein öffentliches Gebäude, zum Teil dann auch zum Beispiel im Abgeordnetenhaus mit so Sicherheit, also man wird so gescannt wie am Flughafen, muss da so reingehen. Genau, aber es sind trotzdem einige auch selbst in solche Häuser gekommen. Genau, und dann versuche ich immer noch SozialarbeiterInnen einzuladen und die Medien, weil ich so denke, diese Player zusammen, die können so einen Paradigmenshift in dem Bereich bewirken, oder auch die Politik kann ganz real Sachen verändern. Ja, super. Du hast gerade noch angesprochen, ich würde gerne mal im Vergleich zu dieser Outdoor-Ausstellung noch einmal einen Einblick geben in die Ausstellung auch über keinen Raum, die du im Abgeordnetenhaus realisiert hast. Lieber Sergej, spiel uns doch mal bitte Blickwechsel ein. Thank you.
halt Lust zu, sozusagen quasi auf eine Frau. Toll. Auch nochmal eine ganz andere Dynamik. Also so auch ja, Leuchtkästen, ne, wirkt das auch nochmal ganz anders. Und man hat es eben so ein bisschen gehört. Du hast die auch wirklich so angesetzt, dass man ja sich auf Augenhöhe begegnen kann, ne? Ja, genau, das sind so 2x2 Meter große so LED-Leuchtkästen. Und dadurch ist es dann wirklich so, wenn man davor steht, ne, kommt man den Menschen sehr nahe und schaut ihnen dann wirklich so in die Augen und auch so nah, wie man auf der Straße oft selten kommt. Mhm. So, ne, weil ja dann auch eher so Berührungsängste oft so da sind. Genau. Und es gibt immer zu diesen Ausstellungseröffnungen immer so ein Podiumsgespräch. Das war diese kurze Szene, die man da gesehen hat, wo wir da vorne so saßen an den Tischen. Und da ist auch eher so dieser Ansatz zu gucken, da war jetzt zum Beispiel das Thema Frauen in Obdachlosigkeit und dann war ein Politiker, also der Chef vom Abgeordnetenhaus und dann die Zuständige von dem Ausschuss für Soziales, genau, die war dann da mit dabei und eine Journalistin hat das moderiert und eine betroffene Frau von der Straße, die jetzt aber schon lange nicht mehr auf der Straße lebt, hat dann so aus ihrem Leben etwas erzählt. Toll. Sehr, sehr schön und beeindruckend. Ich möchte hier auch ganz gerne noch ein bisschen auf die Fragen eingehen. Ich hoffe, das bricht jetzt nicht so sehr raus, aber das ist natürlich auch, wir haben am Anfang darüber gesprochen, natürlich ist das jetzt eher ein freies Projekt, aber du, das würde ja auch alles nicht funktionieren, wenn du nicht auch Fotos für NGOs, Magazine und andere Kunden ja, schießen würdest, machen würdest. Und Andreas fragt sich, was denn deine Fotos für die betreffenden NGOs, Magazine oder auch sonstige Kunden so wahnsinnig interessant macht. Kannst du das, also ist es das Thema oder ist es ein spezieller Stil? Weil du hast vorhin davon gesprochen, dein Stil hat sich über die Zeit auch sehr entwickelt. Aber du hast ja über die Zeit hinweg auch die ganze Zeit eigentlich mit NGOs und Magazinen und Co. zusammengearbeitet. Also ja. Kannst du das so beantworten? Jetzt würde ich natürlich sagen, die buchen mich wegen meiner fantastischen Bilder. Aber nee, das ist außer Frage. So, aber es ist immer auch spannend, das so zu hinterfragen. Also ich finde die Frage tatsächlich sehr interessant. Ja, nee, und deshalb, also muss ich auch sagen, ich habe zum Beispiel, ich hatte eine Anfrage bekommen, auch von der NGO, und da ging es darum, Frauen, die in so Schutzhäusern leben, also die aus Zwangsprostitution quasi rausgekommen sind und jetzt in so Schutzhäusern leben in Rumänien. Und da hat eine NGO mich angefragt, ob ich mit ihnen mitreisen würde, um die Frauen dort anonym zu fotografieren. Und die Begründung war, dass sie gesagt haben, zum einen, wir brauchen natürlich eine Frau. Also ist ja klar, ne? Also jetzt kein Mann kann da jetzt mit in dieses Schutzhaus rein. Und dann aber war der zweite Satz, ja, wir wissen ja, dass du gut mit Menschen umgehen kannst wegen den Porträts der Obdachlosen. Also das heißt, auch da ist es stark dieses, ja, diese soziale Komponente. Ja. Genau. Ja, super. Ja, das darf man nie unterschätzen. Einfach. Ja, immer wenn man mit Menschen vor der Kamera arbeitet, egal aus welchen Bereichen, ist das, glaube ich, eine sehr gute Eigenschaft, eine sehr dienliche Eigenschaft, die sich auch stetig weiter ausbaut, ne? Also ich meine, du lernst ja auch von Shooting zu Shooting dazu und bist wahrscheinlich auch heute manchmal noch völlig fix und fertig. Ja, voll. Also das nimmt mich oft sehr mit, das stimmt. Ja.
Vielleicht können wir da einmal tatsächlich auch zum nächsten Projekt springen. weil da hatten wir es gerade von, da bist du ja gerade ziemlich viel für unterwegs und das zehrt auch manchmal ganz schön an den Nerven. Ne? Ja. Erzähl uns mal ein bisschen. Es ist ein Projekt, was aus Kein Raum so ein bisschen erwachsen ist. Home Sweet Home, ich nehme es jetzt einfach mal vorweg, ja. Erzähl uns, was finden wir bei Home Sweet Home? Home Sweet Home, not Sweet Home. Genau. Also Home Street Home. Ich wollte gerne so, weil ich jetzt so viel schon zum Thema Obdachlosigkeit gearbeitet habe, war es mir so wichtig, so mal Hoffnungsgeschichten zu zeigen. Und zwar zu zeigen, hey, es gibt auch Wege raus aus der Obdachlosigkeit. Und dafür porträtiere ich gerade deutschlandweit Menschen, die nach einer Zeit der Obdachlosigkeit, zum Teil auch nach Jahren der Obdachlosigkeit, wieder ein neues Zuhause gefunden haben, in Form von einer Wohnung. Und das Projekt ist jetzt auch zum ersten Mal hier bei euch, dass ich da öffentlich drüber spreche, dass ich das mache. Genau, das Projekt, das wird im Herbst im Bundestag gezeigt werden. Und das heißt, es ist ja für mich eine große Freude, aber auch echt so, manchmal hat man ganz schön Muffensausen, weil man so denkt, wow, es ist so ein komplexes Projekt irgendwie. Und da, genau, bin ich jetzt die letzten Monate viel gereist und war in Düsseldorf und Bremen und Nürnberg und Köln und so weiter. Und habe dort Menschen genau getroffen und porträtiert und interviewt. Und da hast du uns auch nicht nur exklusive Einblicke an Set mitgebracht, sondern auch einmal, damit wir eine Vorstellung von deiner neuen Farbfotografie bekommen. Die ganze Serie ist tatsächlich in Farbe jetzt auch, ne? Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Genau. Ja, da hast du uns schon zwei ganz tolle Porträts mitgebracht. Das ist einmal hier der Chris. Und vielleicht können wir uns dazu direkt mal das entsprechende Behind-the-Scenes-Video angucken, damit wir mal ja so ein bisschen sehen können, wie sich so ein Shooting dann abspielt. Lieber Sergey, kannst du uns bitte mal die Behind the Scenes von HSH Chris abspielen? Ja, das glaube ich. Das ist wie so ein Freund, finde ich. Ah, das ist der beste Freund. Jetzt sind wir drin. Ja, auch wieder ganz anders als auf der Straße, aber nicht weniger intim. Du besuchst die tatsächlich bei sich zu Hause, ne? Ja, genau. Und das ist also gar nicht so anders. Es ist mir gerade tatsächlich aufgefallen, weil bei den Street-Aufnahmen ist ja die Straße das Zuhause. Wahnsinn. Okay. Ja, interessant. Also ja, das stimmt, voll interessant. Ich bin auch oft überrascht, wie offen die Menschen sind, dass sie quasi sagen, ja, also du kannst mich zu Hause besuchen kommen. Und ich habe mich da auch die letzten Tage manchmal gefragt, ob das vielleicht daran auch liegt, dass sie auf der Straße nie so eine Privatsphäre so hatten. Auf der Straße bist du ja ständig öffentlich, also egal, ob du schläfst oder ob du isst, also wenn du auf der Straße lebst. Und ob vielleicht auch daher so ein anderes Verständnis von Privatsphäre ist oder so. Also, ja. Genau. Und, Ralf hatte vorhin noch eine Frage gestellt, die ich jetzt hier auch nochmal spannend finde. Machst du mit den Protagonisten, Protagonistinnen jeweils ein Release oder läuft das alles auf einer mündlichen Absprache?
Nee, genau. Ich habe immer ein Model Release dabei. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich die Menschen in ihren Wohnungen besuche, dann mache ich das direkt bei, also am Ende des Shootings. Und jetzt aber, wenn ich Menschen auf der Straße porträtiere, da mache ich quasi erst das Foto, dann bringe ich das entwickelt vorbei. Und wenn ich das vorbeibringe, dann frage ich die Person, ist es cool, wenn wir das veröffentlichen oder nicht? Und es gibt auch etliche, die dann sagen, nee, ich möchte es nicht veröffentlicht haben. Also die nehmen es dann für sich als Geschenk, aber es wird nicht veröffentlicht. Und da mache ich quasi die Unterschrift erst bei dem, also Treffen, wo ich ihnen das Foto gebe. Aber jetzt in den Wohnungen mache ich das immer direkt an dem Tag, wo ich genau die Leute porträtiere. Mhm. Also anders geht das rechtlich auch gar nicht so. Nee, das habe ich mir schon gedacht. Das ist einfach ein viel zu heikles Thema. Und vor allen Dingen, ja, wo dann halt auch die ganzen Aufnahmen gezeigt werden, ne? Was halt auch damit passiert. Das ist ja nicht, dass das eine freie Arbeit für die eigene Portfolio-Mappe ist, die halt nur irgendwie, ja, bei Portfolio-Reviews oder so gezeigt wird, sondern die bekommen ja einfach eine sehr große öffentliche Sichtbarkeit. Ja, und also die kriegen natürlich immer auch, also ich habe das immer in zweifacher Ausführung dabei, das heißt, ein Model Release bleibt bei ihnen und da sind natürlich auch meine Kontaktdaten und so weiter drauf. Die meisten haben die schon vorher, weil wir oft, nicht immer, aber oft vorher schon, also so einen Telefontermin haben, um uns ein bisschen kennenzulernen. Und das heißt aber auch da, also wissen sie oder jetzt zum Beispiel auch bei welchen, wo ich merke, die sind sich unsicher, sage ich dann auch, hey, ihr könnt mich auch kontaktieren, wenn ihr euch das nochmal anders überlegt, wenn ihr doch nicht möchtet, dass es veröffentlicht wird, aber bitte sagt mir rechtzeitig Bescheid, nicht, dass ich dann alles gedruckt habe und dann, ich möchte jetzt doch nicht. Ja, ja. Aber schön, also du gibst ihnen wirklich das Gefühl, bis zum Ende und darüber hinaus da einfach ihre eigene Stimme geltend zu machen. Ich glaube, dass das auch nochmal ganz, ganz wichtig ist. Sehr gut. Du hast uns aber auch noch ein weiteres finales Bild mitgebracht. Ich finde das ja immer ganz aufregend, wenn wir hier was zu sehen bekommen, was noch niemand anderes gesehen hat. Da freue ich mich immer. Ganz exklusiv. Stefanella hast du auch in ihrem neuen Zuhause besuchen dürfen. Erzähl uns doch mal so ein kleines bisschen vielleicht auch über diese unterschiedlichen Dynamiken, die du dann da auch, ja, auf die du ganz unwiederbringlich triffst. Ja, genau. Also Stefanella, mit ihr hatte ich vorher schon mal gefacetimed. Das heißt, wir hatten uns auf jeden Fall vorher schon mal gesehen. Und es ist aber oft so, dass Menschen, so die länger auch auf der Straße gelebt haben, dass sie psychisch manchmal sehr instabil sind oder auch mit verschiedenen psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben, also darüber dann auch offen sprechen. Und deshalb sind diese Shootings oft auch sehr, sehr intensiv, also weil man dann zum Teil eben in Settings kommt, wo jemand zum Beispiel 2 Stunden am Stück einfach redet, ohne Punkt und Komma, also so. Und auch dann oft kommt man in eine krasse Einsamkeit rein, also dass Menschen zum Beispiel sagen, wow, das ist jetzt der erste Besuch irgendwie seit 2 Jahren oder so. Und auch wenn man dann wieder gehen möchte, merkt man so, die Leute wollen gar nicht, dass man wieder geht und reden dann vielleicht noch mehr und noch hektischer und so. Und da muss man echt immer auch so, es kostet einfach viel Kraft und auch, ich nehme immer eine Assistenz jetzt mit bei den Shootings in den Wohnungen, bei den Fotosessions da, weil ich so gemerkt habe, es ist auch irgendwie so ein Sicherheitsding. Ich fühle mich sicherer, wenn noch eine andere Person mit anwesend ist. Genau. Ja, du hast uns hier auch noch einen Behind-the-Scenes-Mitschnitt mitgebracht. Ja. Hey, noch ein letztes Mal für heute, bitte Film ab. Vom. Genau. Also daher. Was hast du gesagt? Wild ging's daher, sehr gut. Ja, also Stefanella hat total die Kamera geliebt, also das muss man einfach sagen. Also es ist so eine sehr extrovertierte Persönlichkeit
Und warum sie da getanzt hat, war, ich hatte gefragt, das frage ich die Menschen immer, ob es was gibt, was sie erst für sich in der Wohnung wieder entdeckt haben, also was sie auf der Straße nicht leben konnten. Und genau, für Stefanella war das der Tanz. Und dann hat sie da sehr ekstatisch getanzt. Toll. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass du da ja jetzt tatsächlich noch einen Blitz mit dabei hattest, also nochmal externes Licht. Wie kommt diese Kombination jetzt zustande? War bei Chris habe ich es jetzt, glaube ich, eben nicht gesehen. War da auch eins mit dabei? Doch. Da war das, als ich Simba, seinen Hund, fotografiert habe. Da war der Blitz dabei. Genau, das liegt einfach daran, also dass zum Teil diese beiden Wohnungen, die jetzt in diesen Behind the Scenes zu sehen waren, die waren okay vom Licht, aber manchmal kommt man in Wohnungen, die extrem dunkel sind. Also einfach, wo auch noch der Rollladen runtergelassen ist und die dann irgendwie nur ganz kleine Fenster haben oder so. Das heißt, ich kann da gar nicht ohne externes Licht arbeiten. Also ich muss Licht mitbringen. Und für mich ist auch so, dass ich eigentlich immer versuche, wenn ich ein neues Projekt mache, dass es auch immer neue Techniken gibt, mit denen ich mich auseinandersetze, also mit denen ich sonst vielleicht nicht so gearbeitet habe oder so. Und daher ist für mich bei der Strecke auch ein großes Thema Blitzen. Also weil ich sonst, ne, auf der Straße arbeite ich mit natürlichem Licht, mit Tageslicht. Und jetzt aber geht es einfach nicht anders, weil die Wohnungen also zum Teil sehr dunkel sind. Und genau, und dann ist es auch für mich, also ich mag das immer, wenn man so Lernkurven drin hat und sich was Neues aneignet. Super, auf jeden Fall. Ich finde es ganz klasse, wir haben uns hier fast durch alle Fragen gearbeitet, aber eine ist noch offen und die finde ich auch spannend im Hinblick auf unterschiedlich weitläufige Bereiche, in denen du fotografierst. Also dann gibt es mal eine engere Wohnung und dann gibt es irgendwie das ganz Weite draußen. Gibt es eine Lieblingsbrennweite bei dir? Du hast vorhin schon gesagt, dass du eigentlich immer mit zwei Zoom-Objektiven unterwegs bist. Ich glaube, es war das 24-70 und 70-200. Also gar nicht jetzt so die klassische Reportage-Festbrennweite 35 mm. Warum? Also brauchst du das, diese Flexibilität oder... Ja, also ich habe auch Festbrennweiten, aber ich nutze sie einfach nicht. Ja. Also genau, also ich denke dann, also oder ich habe dann manchmal gedacht, ja nee, also man muss auch mal mit Festbrennweite und jetzt come on und so. Aber in der Praxis merke ich, ich mag es einfach nicht. Also für mich ist, ich liebe Zoom. Also ich bewege mich schon, also ne, ich gehe näher ran, ich gehe weiter weg und so weiter. Aber ich mag das, dass ich schnell auf alle möglichen Situationen reagieren kann. Und ich habe in so einem Moment nicht die Zeit, jetzt zu sagen, ach, dann wechsle ich jetzt das Objektiv und dann nehme ich jetzt eine andere Festbrennweite. Also ich bin Team Zoom. Genau. Sehr gut. Team Zoom. Ah, mein Licht geht aus. Mein Licht geht aus. Ich glaube, das ist unser Wort, unser Zeichen. Wir haben tatsächlich auch schon die Stunde um. Immer wieder wahnsinnig faszinierend. Ich hätte sehr, sehr gerne mit dir noch weiter geredet, auch über unterschiedliche Themen. Vielleicht führen wir das irgendwann noch mal weiter fort. Ich glaube, da gibt es immer ganz, ganz viel und Tolles zu erzählen bei dir. An der Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken und noch einmal dir das Wort überlassen. Gibt es irgendwas, was du vielleicht an der Stelle sowohl Kollegen, Kolleginnen mit auf den Weg geben möchtest oder vielleicht auch einfach im Rahmen deiner ja sehr, sehr speziellen Art der Fotografie Menschen mit auf den Weg geben möchtest, die jetzt gerade zuschauen? Also ich glaube, eine Sache, also die ich glaube ich wirklich so empfehlen kann, ist wirklich so dieses, das eigene Thema zu finden und zu dem Thema auch viel zu arbeiten, weil das dann auch irgendwann so eine Sichtbarkeit gibt. Also manchmal fragen Leute, ja, wie, aber also krass, wie hast du das denn geschafft, dass jetzt Spiegel oder Zeit oder so, dass die diese Strecken veröffentlichen? Und ich glaube, das hat ganz viel mit so mit diesem Dranbleiben und kontinuierlich zu einem Thema arbeiten, weil irgendwann wirst du mit diesem Thema verknüpft, so, ne? Und das ist, glaube ich, wirklich so auch ein Schlüssel. Also wenn man ein Thema hat, wo man sagt, das ist meine Leidenschaft oder da will ich mich näher mit auseinandersetzen, da wirklich tief zu graben und das
kann dazu führen, dass da auch eine Sichtbarkeit so entsteht. Das vielleicht auf dieser fotografischen Ebene. Weil, kann ich noch ganz kurz erzählen, das war für mich voll die Überraschung, als der erste Lockdown war, da hat die Zeit angerufen, hat gesagt, ja, Deborah, wir wollen wissen, wie geht's den Leuten auf der Straße? Kannst du rausgehen? Und mich hat es total gefreut, dass sie angerufen haben, so, ne? Und die hätten aber natürlich nicht angerufen, wenn ich nicht vorher schon mal zu dem Thema gearbeitet hätte. Und da, ich glaube, wirklich so dieses, wie sagt man denn, Persistence oder so, also dieses Dranbleiben, das kann echt auch so Türen öffnen. Ja. Wir sehen, wohin es dich geführt hat, im Bundestag, im Oktober. Wir sind gespannt. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Ausstellung. Ich auch.